Hallo, ich möchte morgen mal einen Schweinebraten machen und was ich immer sehr, sehr lecker finde, ist, wenn der Schweinebraten richtig schön eingelegt ist und das mache ich jetzt einen Tag vorher und ich habe da ein bisschen Schwein gekauft und zwar habe ich diesmal ein Spanferkel-Rollbraten gekauft. Dann benötigen wir noch zum Einlegen Knoblauch, 3 Zehen. Natürlich eine Schüssel, wo wir das Ganze dann einlegen werden. Und diesmal nicht das Bier zum Trinken, sondern zum Einlegen. Gleich 2, das gute Paulane. Hier benötigen Senf. Damit wird das Schwein schön gestrichen. Und natürlich Zwiebeln. Gut, das sind jetzt natürlich nicht allzu viele Zutaten, aber ich finde, das Fleisch wird so im Geschmack richtig toll abgerundet. Ich werde das jetzt über Nacht einziehen lassen und dann zieht eben dieser schöne Zwiebelgeschmack, der super Senfgeschmack. Ich werde das ganze Fleisch salzen und pfeffern, zieht dann richtig schön ins Fleisch ein. Und ich finde, morgen gibt es dann der Soße nochmal den richtigen Kick. Also los geht's. Als erstes schneide ich die Zwiebeln in Scheiben, damit ich hier in die Schüssel unten eine Lage Zwiebeln packen kann. Das werde ich jetzt mal tun. Ich hatte noch ein kleines Rest an roten Zwiebeln und ihr könnt aber egal welche Zwiebeln nehmen, die ihr möchtet, weiße, rote, was euch besser schmeckt. Ich gebe mal eben die 2 Stück hier schälen. Die geschälten Zwiebeln, die werde ich jetzt weiterhin in Scheiben schneiden. Können ruhig dicke Scheiben sein. Und ihr seht, so haben wir ein richtig schönes Zwiebelbett. Als nächstes salze ich und pfeffer ich den Schweinebraten. Kann ruhig ein bisschen mehr sein, das ist ein doch relativ dickes Stück Fleisch. Und als nächstes schön mit Senf einreiben. Ihr denkt bestimmt, das ist jetzt ein bisschen viel, aber vom Senfgeschmack bleibt nachher nicht mal allzu viel übrig. So, jetzt noch 1-2 Knoblauchzehen schneiden. Das werde ich kurz machen. Und auch die Knoblauchzehen in großzügige Stücken schneiden. Und rein damit. Und jetzt den Schweinebraten mit der schon gepfefferten und gesalzenen und mit dem Senf bestrichenen Seite nach unten. So. Und jetzt natürlich die Oberseite mit Salz und Pfeffer.
Obendrauf kommen natürlich auch wieder Zwiebeln und Knoblauch. Und vorher den Senf nicht vergessen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und wie gesagt, obendrauf noch die Zwiebeln. So ist der Braten schön von allen Seiten mit Zwiebeln, Senf, Salz, Pfeffer belegt. Und das Ganze zieht richtig schön ein bis morgen. So, natürlich die letzte Knoblauchzehe noch. Drapieren wir auch noch mal liebevoll dazu. So. Und jetzt das Allerbeste, das Bier. Bier könnt ihr natürlich auch nach Belieben auswählen. Viele nehmen auch dunkles Bier. Aber ich finde, helles ist eine feine Sache. Ganz wichtig ist immer vorher probieren, weil man will ja sicher gehen, dass es nicht schlecht ist. Ich bin noch nicht sicher, Moment. Sehr gut, ist gut, kann genommen werden. Und jetzt das Ganze neben den Schweinebraten, nicht über den Schweinebraten kippen, denn wenn ihr das über den Schweinebraten kippt, kann es sein, dass der ganze Senf und die Zwiebeln wieder runtergespült werden. Das will ich nicht. Also daneben. Nehmt natürlich immer so ein Gefäß, nicht was halt doch relativ passend ist für euren Schweinebraten, nicht allzu groß, weil umso mehr Bier braucht ihr natürlich, um den ganzen Schweinebraten zu bedecken. Und Bier Nummer 2, weil eins reicht ja nicht. Natürlich auch hier die Garantie, dass es gut ist, die Probe. Ja, passt. Die Flüssigkeit hier kann natürlich dann auch sehr, sehr gut für die Soße hergenommen werden. Aber dazu mehr morgen. Gut. So sieht das Ganze dann aus. Ihr seht, es ist doch relativ gut bedeckt mit dem Bier. Die Zwiebeln liegen schön oben drauf. Jetzt nur noch den Deckel drauf und kalt stellen bis morgen.